strahlender Sonnenschein über der Anlage des TC Siersan. Und dann war auch noch der DTB zu Gast, der Deutsche Tennisbund. Das hatte einen guten Grund, denn hier und auf der Tennisanlage in Ransbach-Baumbach wurde um eine deutsche Meisterschaft gespielt. Qualifiziert zu diesen Titelkämpfen der Altersklasse Männer 65 hatten sich die vier Regionalligameister der Republik. Einer davon, und das war äußerst überraschend, eben jener TC Siersan aus dem Westerwald. Das ist für mich die Krönung im Tennis gewesen, dass wir dieses Jahr die Südwestdeutsche Meisterschaft gewonnen haben und konnten durch Zufall, war das ja jetzt alles, wir wussten gar nicht, dass wir die Ausrichter waren, die wir gewonnen hatten. Und dann kam das auf den Tisch und dann sagt ein Mann aus der Nachbarschaft, sagt er schon hier am Platz, also ich will euch eins sagen, diese Meisterschaft könnt ihr hier in Siersan nicht ausrichten, weil ihr nicht genug Plätze habt. Na ja gut, dann haben wir gesagt, okay, da werden wir nochmal im Deutschen Tennisbund drüber sprechen. Und da hatten wir auch gute Leute, die sich da mit denen in Verbindung gesetzt haben und die es geschafft haben, dass wir diese Anlage mit Ransbach-Baumbach zusammen nutzen konnten. In Siershahn hätten die Plätze nicht ausgereicht, um die Titelkämpfe durchzuführen, aber man hat ja nette Tennisnachbarn. Neben Siershahn hatte sich der TC Blau-Weiß Berlin, der TC Grün-Weiß Luitpold Park München und der Titelverteidiger Deutscher Sportclub Düsseldorf qualifiziert. Zwei Jahre in Folge war das Team aus dem Westen nun schon deutscher Meister, zudem ist man in dieser Altersklasse auch Europameister. Als die Auslosung anstand, hatte man in Siershahn nur einen Wunsch, bloß nicht Düsseldorf. Bei der Auslosung war ich nicht so ganz glücklich. Ich habe ja selber diese Auslosung gezogen und ich muss sagen, das war also nicht das optimale Los. Wir hätten lieber Berlin gehabt, aber wie es so ist, ein Los entscheidet und wir hatten halt das Falsche gezogen. Es kam, wie es kommen musste. Der Favorit ließ den Westerwäldern kaum eine Chance. Sechs Spieler treten pro Mannschaft an, die Nummer 1 spielt gegen die 1 des Gegners. Gleiches gilt für die 2, die 3 und die restlichen Spieler. Macht 6 Einzel. Dazu werden 3 Doppel gespielt. In der Summe sind also 9 Punkte zu vergeben. Wer 5 hat, der hat die Partie gewonnen. Und Düsseldorf führte schon nach 5 gespielten Einzeln mit 5:0. Das 6. schenkten sie danach her. Auch 2 Doppel wurden nicht gespielt. Man wollte Kräfte schonen. Die meisten Zuschauer hätten lieber Tennis geschaut und fanden das nicht so toll. Ein Doppel aber wurde noch gespielt. Dieter Roth gewann das Match mit seinem Doppelpartner Hans-Erich Hess. Wir sind doch zwei alte Freunde und sind beide jetzt 70 in diesem Jahr, werden wir 70 und sind also die Ältesten hier am Platze. Okay. Und haben schön dieses Doppel gewonnen. Das hat mir also sehr gut getan, das war also hervorragend. Tag 2 der Endrunde. Es ging um Platz 3 für die Gastgeber, die diesmal in Ransbach-Baumbach ran mussten und gegen Berlin einiges vorhatten. Also wir werden mit Sicherheit kämpfen bis aufs Blut und hoffen ja auch, dass wir das ein oder andere Spiel wieder gewinnen können. Die Chancen sind nicht sehr hoch, aber wie gesagt, ich muss immer die alte Leier mit dem Herrn Hagner, mit dem Willi hätten wir das sicherlich geschaukelt und wir werden morgen sehen, wir werden alles geben und ich bin auch happy. Ich habe eben das letzte Doppel gesehen und das hat recht ordentlich gespielt und wir sind ein bisschen zuversichtlich. Wir haben also ein bisschen Hoffnung. Das sollte am Ende gelingen und es war unglaublich spannend. 3:3 stand es nach den Einzeln, dann gingen auch 2 Doppel an Siersan. 3. Platz am Ende, eine tolle Leistung für die Westerwälder. Den Sieg übrigens holte sich auch in diesem Jahr das Team aus Düsseldorf. Aber das war alles andere als ein Selbstläufer beim knappen 5:4 gegen den Südmeister aus München. Also ich muss sagen, heute war es also viel schwerer als in den beiden Vorjahren. Es war so eng und wir haben auf unsere Doppel gebaut und haben es auch geschafft. Glückwunsch an Düsseldorf, aber auch an Siersan. Der TC war ein klasse Gastgeber und er hatte sich auch sportlich toll präsentiert.